Herzlich willkommen zu meiner kleinen Präsentation. Ich werde heute und die nächsten 85 Tage jeweils irgendetwas aus der Geschichte Biels erzählen und zum aktuellen Anlass, nämlich der sozusagen Eröffnung der 13. Schweizerischen Plastikausstellung, habe ich mir vorgenommen, sämtliche Werke von den vergangenen 12 Plastikausstellungen, die heute noch in Biel befinden, hier vorzustellen. Die Schweizerische Plastikausstellung war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eigentlich so eine Idee einer kleinen Gruppe von Kunstinteressierten von Biel, die sich und auch ihren Freunden, die sich überlegt haben, dass ja jetzt eigentlich nach dem Krieg die Zeit gekommen wäre, sich der modernen Kunst ein bisschen zuzuwenden und eben vor allem im Bereich der Skulpturen, die man Tradition, das ist so ein schweizerischer Begriff, der oft auch zu Verwirrungen führt, dass man eben von einem Plastiken sprach, von der Schweizer Plastik, die sozusagen ein Marken, dann auch so ein bisschen ein Markenzeichen wurde. Und es ging darum, einerseits eben die neuen Tendenzen zu zeigen und vor allem auch den Künstlern, die sich mit plastischer oder eben mit dreidimensionalen Kunst auseinandersetzen, denen eine Plattform zu bieten, weil es eigentlich kaum Möglichkeiten gab im Gegensatz zu heute, irgendwie auch die Räume zu finden und die Umgebung zu finden, um sich zu präsentieren. Die erste Plastikausstellung, hier eine kleine Reminiszenz, wie das so ausgesehen hat. Der distinguierte Herr mit dem Bambusstock und dem Katalog, dem Ausstellungskatalog in der Hand im Areal des Rittermatten-Schulhauses, der da so achtlos an dieser verrückten Skulptur vorbeigeht. Das ist ein Foto von Christian Staub, einem Fotografen, der unter anderem ein wunderbares Buch gemacht hat über Biel, dem ich das entnommen habe. Sein fotografischer Nachlass befindet sich in der Fotostiftung in Winterthur. Er hat das betitelt mit Konflikt der Generationen. Wir werden noch öfters darauf zurückzukommen. Sämtliche Plastikausstellungen, die stattgefunden haben, haben immer wieder zu enormen Aufregungen geführt in der Stadt, weil man sich fand, das sei keine Kunst und das sei ja scheußlich. Also ich werde auf 2, 3 Beispiele noch eingehen. Aufregung gab es immer, das ist nicht das erste Mal und das ist nicht nur Thomas Hirschhorn, der die Leute wütend machte, sondern auch ganz andere und heute ganz renommierte Künstler und vor allem auch Kunstwerke, von denen sich die Stadt und die Bieler und Bielerinnen nicht mehr trennen möchten. Die erste schweizerische Plastikausstellung im Freien, wie sie hieß, fand statt vom 19. September bis am 17. Oktober 1954 auf dem Areal des Schulhauses Rittermatte, noch mit Öffnungszeiten, weil ein Teil der Werke war auch im Schulhaus drin ausgestellt. Künstlerischer Leiter war Marcel Jouret, er hat die ersten 5 Plastikausstellungen künstlerisch begleitet. Marcel Jouret war ein Sekundarlehrer an der französischen Sekundarschule, der das mit sehr viel Engagement und Enthusiasmus gemacht hat, unterstützt von einem Komitee und vielen Freunden. Und er hat diesen ersten Plastikausstellungen auch ein bisschen das Gesicht gegeben. Er hat dann nach 5 Jahren hat er dann aufgehört, hat dann einen Verlag gegründet und also Bücher rausgegeben, vor allem auch diese Trésor du Pays, das war sozusagen das Gegenstück zu den Heimatbüchern, also wo er Städte, Orte vorstellte hier in der Region.
eines der Werke, der heute berühmten Werke und bekannten Werke, ich glaube sehr vielen Schulkindern eben auch vertraut und bekannt, von Erwin Rehmann, die Maternität, dass die Stiftung, da habe ich noch einen Fehler, gab es noch gar keine Stiftung, die Plastikausstellung, also die Organisatoren der Plastikausstellung, das dann der Stadt Biel geschenkt haben. Schon diese Skulptur hat damals für Aufregung gesorgt, weil man das obszön fand, wie da die Mutterschaft dargestellt ist mit diesen schalenartigen Busen. Und ja, wir sind mitten in den 50er Jahren. Wer die selber erlebt hat, weiß, wie prüde und schwierig das noch war, sich so auszustellen. Schon weniger aufregend dann die Akrobata, dieser Torso, kein Torso, diese Frauenfigur von Remo Rossi, steht heute, auch ein Geschenk der Plastikausstellung an die Stadt Biel, steht heute im Gemeinderatssaal des Blöschhauses, also unsere Gemeinderäte, wenn sie ihre Sitzungen haben, haben sie diese Figur immer im Rücken oder im Blick. Ebenfalls im Blöschhaus, im Treppenhaus, steht auf halber Höhe in der Ecke zum Aufgang ins erste Obergeschoss, steht dieser Redner von Franz Fischer, der damals von der Stadt angekauft wurde. Ganz berühmt, der Stier von Hans Eschbacher. Ein Ankauf der Eidgenossenschaft, gehört der Eidgenossenschaft, ist eine Leihgabe der Eidgenossenschaft aus dieser, seit dieser Plastikausstellung steht die da. Die Eidgenossenschaft hat immer wieder Werke angekauft aus den Plastikausstellungen, die zum Teil dann auch öffentlich ausgestellt waren. Die gehen jetzt, sofern sie nicht schon zurückgegangen sind, gehen die jetzt wieder zurück ins Depot der Bundeskunstsammlung, weil im Moment, dass sie ja nicht mehr ausgestellt sind, hat es keinen Sinn, wenn in Biel Leihgaben gehütet und gehortet werden. Wir haben auch unsere Platzprobleme und darum gehen die jetzt sukzessive zurück. Aber der Stier, das ist erklärte Absicht, der geht nicht zurück, der bleibt in Biel. Der ist so beliebt. Und ich habe mich, als ich dieses Foto gemacht habe letzte Woche, sagte mein Mann, du, der hat aber arg gelitten. Und ich habe ihm dann das Foto nebenan gezeigt, original auch von Christian Straub, aus der Zeit der Plastikausstellung. Der sieht also noch genau so aus. Ist hergestellt aus Ackerstein und entsprechend hart. Dann diese Consolation von André Ramseyer steht im Stadtpark, hat ebenfalls für viel Aufregung gesorgt, weil obszön und ausgeschämt und sowas zeigt man doch nicht und das ist ja schlimm und die Kinder, die das sehen, was denken die dann? Also es ist unglaublich, aber so waren die 50er Jahre. Dann von der Plastikausstellung 58, der zweiten, die ebenfalls den Titel hieß, Schweizer Plastikausstellung im Freien, die ebenfalls auf dem Areal der Wittermatte und ebenfalls mit Öffnungen, also ganz gleich, stattgefunden hat im Juni bis September, also schon etwas länger, ebenfalls wieder von Marcel Schure kuratiert. Und hier haben wir noch diese Stele von Hans Eschbacher. Hans Eschbacher war über Jahre immer vertreten. Und diese Figur ist erstaunlich klein. Man kann das gar nicht so richtig einschätzen. Ich weiß jetzt nicht mal genau, wie hoch die ist, aber die ist da so knapp mannshoch. Eine sehr bescheidene, kleine, zierliche Figur. Auch immer noch am Standort der Rittermatte. Dann diese Eisenplastik von Walter Bodmer,
die damals nicht im Katalog war, aber offenbar an der Ausstellung dann doch ausgestellt war. Walter Bodmer war mit mehreren ähnlichen Werken vertreten. Diese filigranen Eisenplastiken, die teilweise fast dann, ich habe das ein bisschen an einen zerborstenen Helikopter erinnert, mit diesen verbogenen Stäben. Aber es ist natürlich eine sehr laienhafte Interpretation von mir. Steht als auf einem Brunnen, der damals errichtet wurde im Areal des Schulhauses Linde. Sie sehen, sehr viele Dinge befinden sich in dem im Umfeld von Schulen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Stadt, das ist auch ein Ankauf der Stadt Biel, dass natürlich die Schulhäuser als städtische Bauten mit viel Freiraum sich auch anboten, wo man nicht noch irgendwelche, was weiß ich, womöglich noch Miete zahlen musste für einen Standplatz irgendwo mitten in der Stadt. Dann das von Hermann Hubacher, das sich kämmende Mädchen, eine sehr beliebte und auch oft fotografierte Skulptur, auch auf der Rittermatte stehen geblieben sozusagen, und noch immer kämmt sie sich das Haar unermüdlich. Eine sehr reizende Figur. Dann schon fast lustig, dieses Bärli, der Urs von Arnold Huppler. Arnold Huppler stammt von Brienz, man sieht es. Er kommt aus der Tradition der Brienzer Holzschnitzerei, und dieses Bärli kann man in Brienz und Umgebung und in Interlaken eigentlich fast gleich in allen Größen in Holz auch erwerben. Aber das ist natürlich eine Steinskulptur, und das war sozusagen die harmlose Form eines Ankaufs für der Stadt Biel aus dieser Ausstellung. Das Bärli steht heute auf dem Areal des Kindergartens Rittermatte. Ist ganz klein und hübsch und herb und niedlich und ein bisschen verloren. Man hat fast den Eindruck, das arme Bärchen sucht die Butter, weil es so einsam da in der Wiese steht. Dann wieder von André Ramseyer, La Vague, im Schulhof auf dem Areal, auf dem Sportplatz oder in der Nähe des Sportplatzes des Schulhauses Linde. Und dann das Schödo von Walter Link. Auch ein Ankauf der Stadt Biel, steht seit es angekauft wurde, in der Kinderkrippe Stern im Ried. Dann kommen wir schon zur dritten Plastikausstellung, 1962 im Sommer, immer noch unter der Leitung von Marcel Jure. Mit einer Figur von Max Weiss, Kira, ein Torso, an dem sich die Öffentlichkeit damals auch sehr aufregte, weil sie auch als obszön empfunden wurde. Ich frage mich manchmal, wohin die Fantasien gingen der damaligen, also uns, das ist ja meine, die Generation meiner Eltern. Und so ganz unbekannt ist mir nicht, dass man sich über solche Dinge eben so schön, die bürgerliche Welt sich so schön aufgeregt hat. Steht heute in der Nähe des zwischen dem, auf der Plattform des Kongresshauses, zwischen dem Eingang ins Hallenbad und dem Eingang in den Turm. Dann diese Gallina, dieses Huhn von Renzo Fontana, stand lange auch in der Rittermatte und befindet sich jetzt in der Kindertagesstätte, in der Kita am Saarlandweg in Met. Ödön Koch war auch mehr als einmal vertreten an den Plastikausstellungen mit dieser Skulptur.
frisch gereinigt, wunderbar, fast wie neu, steht immer noch oder steht heute auf dem Strandboden. Im Hintergrund, mal sehen, ob ich das da. Können Sie meine Pfeil? Nein, den können Sie nicht sehen. Im Hintergrund, beim zweiten Bild, beim Bild rechts im Hintergrund zwischen links des Baumes rechts, also am rechten Rand. Der Baum am rechten Rand und links, gleich links davon, kann man den Stier erkennen. Dann Takino, dieser Hahn von Remo Rossi, auch wieder, befindet sich momentan wegen einer Beschädigung in Restaurierung, wird dann wieder, wenn er wieder hergestellt ist, wieder aufgestellt werden im Schulhaus Sonnenfeld, wo er schon vorher war. Dann die Ziege von Heinz Schwarz beim Schulhaus Mühlefeld, die hat ein Ohr verloren. Die muss also nächstens auch ins Spital, um sich dieses Ohr wieder herrichten zu lassen. Ich denke, es ist verloren. Das wird dann wieder eine größere Restaurierung absetzen. Im Schulhaus Champagne befindet sich diese Plastik von Bernhard Luginbühl, die große Aggression. Eine große, also damals von Luginbühl eine große, aber noch längst nicht die größte Skulptur, die Luginbühl an den Plastikausstellungen gezeigt hat. Dann von Walter Link, Art Anime, diese Harfe, die ich habe, das rechts ist das Bild aus dem Katalog der Ausstellung. Die wurde erst 2003 angekauft von der Witwe von Walter Link, nein, von der Tochter, von der Regula, von der Tochter von Walter Link, und wurde dann im Budget als Kunst am Bau beim Umbau des Ballas hier aufgestellt. Nicht sehr gut erkennbar. Aber damit Sie mindestens wissen, wo Sie die suchen müssen, in der Ecke beim Palas heute, Nebia Theater, das französische Theater. Dann die vierte Plastikausstellung 1966, wiederum Marcel Jore. Die fand nun im Kongresshaus statt, und zwar deshalb, weil das Kongresshaus damals im Bau war. Das Gebäude war fertiggestellt, aber noch nicht möbliert, also noch nicht, war in, kurz vor der 68 wurde es dann ja eröffnet, aber das war schon, stand schon, und das Kongresshaus war natürlich an sich schon eine Skulptur. Also das war natürlich auch eine Präsentation dieses Gebäudes. Und dass das Gebäude noch leer stand und die Umgebung auch noch nicht völlig ausgestaltet war, eignete sich das hervorragend für die Plastikausstellung. Übrig geblieben davon ist noch von Hans Eschbacher diese jetzt ziemlich viel größere Figur. Und dann als Kunst am Bau diese Marmorfigur, diese Marmorplastik Femme Paysage von Jean Arp, die ist momentan nicht ausgestellt, die war in einer Ausstellung im Ausland und ist noch unterwegs sozusagen, ist im Moment noch eingelagert, soll aber wieder ausgestellt werden. Das Problem im Kongresshaus war, es gab eine ganze, kommen gleich noch weitere Werke aus dieser Zeit, die eben fürs Kongresshaus angeschafft wurden, die stehen heute alle ein bisschen verloren in diesem Kongresshausgebäude, also im Innern des Kongresshauses stehen die wirklich etwas verloren herum, weil da jetzt immer irgendwelcher Cateringbetrieb ist mit Tischen und Leinwänden und Plakaten und die Kunst ist eigentlich im Wege.
aber die gehört dazu, war als Kunst am Bau angeschafft worden. Schulhaus Babenberg steht diese ganz tolle Skulptur von Marianne Grunder, ein Riesenklotz und schon eindrücklich ein solch monumentales Werk von einer Frau. Zurück zum Kongresshaus. Sehr viel Aufregung schon damals und offenbar noch heute hat diese Plastik, dieses Werk von Raphael Benazzi ausgelöst. Das Loch, Versuch einer unterirdischen plastischen Bewegung. Über diese Skulptur zirkulieren ganz seltsame Geschichten, die hinten und vorne einfach nicht stimmen. So war kürzlich zu lesen, dass die Stadt Biel diese Skulptur kaputt gemacht hätte und dann einfach in, sozusagen in dieses Loch hinabgeworfen hätte. Das stimmt natürlich überhaupt nicht, sondern Benazzi hat diese Skulptur, ich weiß nicht genau, ob die Aktion während der Ausstellung stattgefunden hat oder ob dann auf die Eröffnung hin die Skulptur fertiggestellt war. Man sieht das, ich hoffe, Sie können das erkennen, links oben. Diese sieht fast aus wie ein Brunnenbecken mit einer riesigen Vase drin, mit so mehreren Henkeln, ein ganz komisches Gebilde. Und das hat er dann, wie man im Bild auf der Mitte sieht, hat er diese Skulptur zerstört und dann im zerstörten Zustand in ein Loch versenkt und dort neu zusammengesetzt. Ja, auf dem Bild rechts oben kann man erkennen, das ist ein Bild aus einer Rezension, ich glaube im Werk, eine Rezension der ganzen Plastikausstellung, wo dieses Foto abgebildet war mit einem Fragezeichen, na, ob jetzt das nun wirklich das Beste wäre, was Benazzi je gemacht hätte. Aber nanu, man nahm es zur Kenntnis. Was dann passiert ist mit dieser Skulptur, das ist, geht eben dann auch wieder ein bisschen ins Thema Legende. Aber es war offenbar so, dass diese Grube mit diesen komischen Dingen da drin natürlich Anlass sehr verlockend war, um da Abfälle reinzuwerfen und die mussten dann immer wieder rausgeholt und ausgeputzt werden. Die Stadt hat dann dieses Loch mit einer Glasplatte überdeckt. Ich meine mich noch schwach zu erinnern zu können, dass ich das mal gesehen habe. Ab diese Scheibe, diese Glasscheibe wurde dann immer wieder demoliert oder auch einmal mit weißer Farbe überstrichen. Das war offenbar ein permanentes öffentliches Ärgernis. Und eines Tages hat die Stadt beschlossen, ich denke nicht ohne Einwilligung der Kunstkommission, diese Skulptur, die inzwischen auch ziemlich durch ihre unterirdische plastische Bewegung wohl einiges gelitten hat über die Jahre, dieses Loch zuzudecken mit einem Beton, mit einer Betonplatte. Die sehen Sie auf dem Bild rechts. So sieht das heute aus, diese Aufnahme habe ich letzte Woche gemacht. Das steht jetzt einfach so unmotiviert, eine Betonplatte auf dem Platz, zu niedrig, um sich hinzusetzen, zu hoch, um zu stolpern. Und die markiert jetzt einfach noch die Stelle, wo dieser Benazzi begraben liegt. Ich denke, sie hat inzwischen wirklich, ich habe Bilder gesehen von 2010, sie ist wirklich nicht mehr in einem guten Zustand. Und ich wäre eigentlich sehr neugierig zu wissen, was Benazzi erregt, ja, glaube ich, immer noch dazu zu sagen hätte. Aber wie gesagt, also die Stadt Biel hat diese Skulptur nicht zerstört, sondern die hat sich irgendwie selber ein bisschen überlegt, im Gegenteil, sie wurde durch diese Betonplatte geschützt. Dann zurück zum Kunst am Bau, zur Eröffnung dann des Kongresshauses hat sich dann etwas, was man sich schon fast nicht mehr vorstellen kann, haben sich dann private Spender
und zwar Firmen zusammengetan, aber auch öffentliche, private und öffentliche Spender, vor allem eben Firmen oder Privatpersonen mit einem Unternehmen zur Anschaffung dieses, dieser Plastik von Kemeny, Mécanisme de la Conception. Leider ist auch dieses Werk, das sich auf der Galerie befindet, beim Aufgang, also beim Aufgang eigentlich in den Konzertsaal, leider ist auch diese Skulptur oft verdeckt durch irgendwelche Installationen bei den Anlässen im Kongresshaus. Ebenso diese Grande Ferrito von Francesco Sommaini, ein Geschenk der General Motors, die es damals noch in Biel noch gab, die damals noch hier ansässig waren. General Motors hatte ja ihren Schweizer Hauptsitz in Biel. Dann 1970, die letzte Ausstellung von Jaurès, die fand nun auf dem im Kongresshaus statt und auf dem Strandboden. Und es war dann nicht ganz einfach, diese Verbindung für die Besucher, diese Verbindung herzustellen. Diese Verbindung wurde dann eigentlich hergestellt durch überlebensgroße farbige Skulpturen von Metzler. Ja, genau. Ich habe leider vergessen, hier, man hätte hier ein Bild eingebaut. Das hat dann die Verbindung gemacht vom Bahnhof zum Strandboden bzw. zum Kongresshaus. Und es waren 50, glaube ich, Leute hießen die Personen, die da in der ganzen Stadt rumstanden. Aus Polyester und farbig. Hier geblieben ist diese Figur auch wieder von Benazzi, Eichenholz, steht im Foyer des Schulhauses, der Primarschule des Sariguts. Ich hoffe, man kann sie erkennen da. Und diese Arbeit von Angel Duarte, die hat die Stadt Biel angekauft und später der ASUAG weiterverkauft. Als die ASUAG hier in ihr Gebäude auf der Krautkuchen erstellte und heute ist sie natürlich entsprechend im Besitz der Swatch Group. Dann von Albert Siegenthaler Dialog ziert das Areal des Schulhauses Walkermatte. Sehr bunt, offenbar war ich habe leider nicht sehr gute Bilder gefunden, man müsste mal sehen, ob man noch irgendwelche auftreiben kann. Diese Ausstellung von 1970 zeichnete sich aus durch eine große Buntheit. Es gab also sehr viele bunte, eben auch aus Kunststoff hergestellte Figuren, etwas, was auch eine neue Note hineingebracht hat und womit auch Jaurès eigentlich seinen alten Weg ein bisschen verlassen hat. Dann von Willy Weber, Wasserrohr, eine Chromstahlplastik, auch wieder auf einem Schulareal, auch im Sarigut. Dann diese Wand, an der Wand montierte Skulptur von Ernst Burgdorfer. Im WBZ, also in der Gewerbeschule an der Wasenstraße. Und von André Ramseyer eine Aluminiumplastik, eine sehr delikate Arbeit mit relativ dünnem Aluminiumblech. Und die ist leider extrem stark beschädigt. Man kann das vielleicht auf dem rechten Bild ein bisschen erkennen. Da fehlen mehrere Teile und die steht momentan im Vorraum des Kulturgüterdepots, das
das Gesuch, beziehungsweise ich glaube, die man erwartet den Kostenvoranschlag für die Restaurierung. Das wird also auch eine ziemliche Geschichte geben, diese Skulptur wiederherzustellen. Sie war allerdings, wie man auf dem zweiten Bild sehen kann, wirklich offen zugänglich von außen. Wahrscheinlich sind das wirklich Vandalenakte, wohl weniger von Schülern als von irgendwelchen Passanten oder Nachtbuben. Dann eine lustige Geschichte ist diese Skulptur von einer Alma Rossini. Kennt jemand Alma Rossini? Kein Mensch kennt Alma Rossini. Die steht schon seit ewigen Zeiten an der Silbergasse beim Olympiakomplex, also vis-à-vis des Kongresshauses. Wenn die Leute von der Kulturabteilung da zum Fenster rausschauen, schauen sie direkt auf diese Skulptur. Die steht dort seit es dieses Haus gibt und niemand beachtete diese Skulptur, niemand hat die je irgendwie, die war einfach so verloren, stand hier rum. Bis letztes Jahr Rudi Steiner bzw. das Haus ab Gern diese Skulptur sozusagen entdeckt hat und mal nachgeschaut hat, ja, was ist denn da los, und da fand sie ein Schild, angeschrieben Alma Rossini. Und dann haben sie recherchiert, die Alma Rossini haben sie nicht gefunden, außer irgendwelche Werke von ihr, die bei Artnet oder bei eBay oder was weiß ich wo auf dem Internethandel für ein Spottgeld verkauft werden. Und diese Skulptur fanden sie dann im Katalog der Plastikausstellung. Wie die da hingekommen ist, wissen wir nicht. Es ist zu vermuten, dass das eine Anschaffung war des Erbauers oder der Bauherrschaft dieses großen Häuserkomplexes. Aber der Link geht wohl über den Architekten. Dieser ganze Baukomplex da in der Ecke Silbergasse, Mattenstraße, wurde erbaut von Gianpeter Godi. Und Gianpeter Godi er hat die Bison-Plast gemacht bei der Plastikausstellung. Also er hat das Ausstellungsarrangement hat er geleitet und war natürlich sehr eng verhängt und hat natürlich diese Alma Rossini auch gefunden. Das Einzige, was wir von wissen von ihr, sie ist 1939 geboren. Ich habe dann mal im italienischen Telefonbuch gesucht und habe dann dort zwei Alma Rossinis gefunden, aber vielleicht ist das ein und dieselbe, vielleicht auch eine andere. Jedenfalls leben dürfte sie noch mit Jahrgang 39. Aber eigentlich auch eine schöne Episode insofern, als Jaurès sich sehr bemüht hat, junge, unbekannte Künstler in die Klassikausstellung zu bringen. Das ist wahrscheinlich eine davon und die hatte das Pech, dass sie dann nicht berühmt wurde, im Gegensatz zu anderen. Dann die sechste Plastikausstellung 1975. Keine Angst, es geht jetzt schnell voran, weil die Plastiken werden immer imaginärer und immer weniger real. Das ist jetzt die erste Ausstellung, die unter der künstlerischen Leitung von Maurice Ziegler, einem Architekturprofessor von Zürich, stand, der, glaube ich, immer noch in Zürich eine Galerie betreibt mit seiner Frau, wenn ich das richtig gefunden habe, recherchiert habe. Hier fand in der Altstadt am See und am Bahnhof statt, auf dem Bahnhofplatz, in der Nähe des Bahnhofes, hinter vor dem Bahnhof, Wanzerplatz, gab es noch nicht, statt. Übrig im Bild geblieben ist dieses Werk von Uli Berger, das sehr lange auf dem Strandboden stand, dann bei den Umbauten vom Gymnasium und ich weiß nicht, wegkam, lange Zeit im Bettdepot stand und jetzt neu, auch seit einer kurzen Zeit, seit 2-3 Jahren, wieder auf dem Walzerplatz wieder aufgerichtet wurde. Dann diese von Gianfranco Cabesi, dieser gespaltene Klotz auf der Kirchenterrasse in der Altstadt.
auch ein Werk, das allen bekannt ist. Und dann ein wenig verloren, dieser Findingskopf, der darf auch ein bisschen verloren sein, Dead Erratic. Findingskopf, ein Stein, ein natürlicher Stein mit grob erkennbaren Gesichtszügen, ein Werk von Peter Kunz, steht jetzt in der Nähe der Schifflände, in der Fortsetzung der Promenade dort. Gleich wenn man über die Brücke vom Strandborn her kommt, über die untere Brücke geht, befindet sie sich gleich links Richtung Stadt. Dann von Manuel Torres, auch ein Ankauf der Stadt Biel, diese Eisenskulptur Enlacée. Die steht an der Schüsspromenade, ist leider momentan ziemlich versprayt, müsste man auch mal wieder reinigen. Und da habe ich ein ganz, also das ist jetzt meine, jetzt komme ich als Historikerin, die, ich bin ja überhaupt nicht Kunstexpertin, habe keine Ahnung von Kunst, aber mich hat natürlich dieses Täfelchen sofort irritiert. Da steht nämlich da in der Ecke, der Bodenplatte ist ein Täfelchen angebracht und darauf heißt es zum 100-Jahr-Jubiläum SIG Switzerland AG Frauenfeld, welche am 1. Oktober 1908 von Ferdinand SIG und Xaver Küng in Biel gegründet wurde. Ich hatte davon keine Ahnung, ich habe mir immer eingebildet, ich wüsste einiges über Biel, aber dass diese sehr bekannte Firma SIG, die ja mit ihren Bottles, da mit ihren Feldflaschen, mit den Militärgamellen, mit dem Flexil und anderen Dampfkochtöpfen, die nicht von Duromatic sind, und Aluminiumgeschirr sehr berühmt wurde, heute hat sie sozusagen das Monopol auf diesen Aluminiumflaschen. Und diese Firma SIG ist tatsächlich in Biel gegründet worden und ging dann nach etwa 10 Jahren hat sie nach Frauenfeld disloziert. Ich habe mich dann einfach gefragt, was macht was hat diese Tafel 1908, 100 Jahre Jubiläum 2008, das hat ja mit der Plastikausstellung gar nichts zu tun. Habe mich dann erkundigt, hat auch nichts damit zu tun, sondern SIG hat die Wiederaufstellung der Plastik finanziert und diese Plastik findet sich ganz in der Nähe, wo die Firma SIG ihre Fabrik hatte. Dann wieder eine Schulhausplastik, Kunst am Bau des Schulhauses Sarigut, ein Werk von Franz Eckenschmieler. Und ein wichtiger Bestandteil dieser Ausstellung von 1975 war das Projekt Seminar, staatliches Lehrerseminar Linde. Die Linde war damals geplant und der Architekt Alain Tschubi hat sich mit Ziegler zusammengetan oder umgekehrt. Ziegler hat Alain Tschubi mit ins Boot geholt für diese Ausstellung. Und die ganze Geschichte Kunst am Bau war ein wichtiges Thema damals und ein großer Fokus war die Schulanlage, das Seminar der Linde, das damals im Bau sich befand. Rechts sehen Sie den Zustand des Bauplatzes zur Zeit der Plastikausstellung, links das Modell. Der ganze Wettbewerb und alles war Bestandteil des Architekturprogramms, aber war bereits im Hinblick auf die Plastikausstellung, die erst 2 Jahre später dann stattgefunden hat. Also das Projekt stammt von 1973, die Plastikausstellung 1975, war das angelegt. Und betreut wurde das Ganze von der Berner Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Franz Eckenschüler als quasi Spiritus Rector, dann Vetter Welt, ich weiß nicht, ich habe mir dummerweise die Vornamen nicht gemerkt, und mit im Boot war auch Peter Kunz, ein Künstler, der hier mehrfach vertreten ist. Wir hatten schon den Kopf von Kunz und der ist in Biel geboren.
realisiert sieht das dann so aus, es sind eben nicht nur einzelne Skulpturen, sondern es ist das ganze, die ganze Anlage, auch diese Pflanzen, Bugs gehören dazu, die Sitzbänke darstellen, die ganzen Treppenanlagen, also die ganze Umgebung dieses Seminars war ein einziges großes Kunst am Bau und mit dem Bauprojekt von dieser Arbeitsgemeinschaft unter der Leitung von Franz Eckenschüler. Konkret dann an einzelnen Skulpturen ist dieser links der Beton-Bessing-Kubus, den man eigentlich wieder mal ein bisschen reinigen sollte. Dann der sogenannte Gerüstkubus aus Holz und Eisen und noch, glaube ich, noch anderen Materialien. Ist in etwas besserem Zustand. Dann diese Quellplastik, die gar nicht mehr Quelle ist. Das war mal ein kleines Rinnsal, das da drüber geflossen ist. Heute ist einfach noch ein Pflanzenkübel. Ist es noch ein Pflanzenkübel und der Support für irgendwelche Elektroinstallationen etwas verloren. Und ganz eigenartig rechts diese rote Treppe als Schweizer Kreuz gebildet, das kann man eigentlich nur von oben als Schweizer Kreuz erkennen. Und dann die farbige Baumruine, wohl ein Werk von Eckenschüler selber. Und eben von Kunz, dieser Innenhof mit Treppen durch Steingeröll, so der Titel, ist wirklich so eine Ruinenlandschaft. Ich erinnere mich gut, wie das ausgesehen hat während der Plastikausstellung. Es war die erste Plastikausstellung, die ich selber besucht habe. Das war einfach ein kahler Steinhaufen. Heute ist das eine wunderbare, überwucherte Landschaft mit Bäumen und Pflanzen und sehr romantisch und hat jetzt eigentlich erst das Kunstwerk wächst mit der Natur weiter. Dann der Lotziwurm, ursprünglich an der Schüsspromenade stehend, zum Schluss seine letzten Tage hat er dann im Stadtpark verbracht. Meine älteste Tochter ist da noch durchgekrochen und wenig später wurde er dann entfernt, weil er, ich glaube, abgefackelt wurde oder sonst völlig zerstört wurde. Einer dieser vielen Lotziwürmer, die es in der ganzen Schweiz gab. Dann 1980 die siebte Plastikausstellung, wieder Moritz Ziegler zusammen mit Alain Tschumi. Das verschaupert uns da gleich nebenan. Rechts als Gegenüberstellung dieses Werk von Jean Hutter am Originalstandort während der Ausstellung, nämlich vor dem heutigen NMB, also dem ehemaligen Museum Neuhaus. Und unten der zweite Abguss dieser Plastik, der in Magdeburg steht. Eine Plastik, die auch für sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und ich habe gerade heute Morgen, da hat mir jemand erzählt, dass die Leute sich noch immer darüber aufregen, dass die da steht. Unglaublich, also unglaublich, dass das noch heute für Aufregung sorgt. Dann von Werner Paul Vici, die schwebende Ringpendel zwischen dem deutschen Gymnasium und dem sogenannten Mitteltrakt. Da war nicht klar, wem das gehört. Also es gibt ein kleines Problem bei den Gymnasiumsbauten. Ehemaligen Lehrerseminar ist klar, das ist Kanton, das war immer Kanton. Eigentum, da war auch der Kanton Bauherr, aber beim Gymnasium war die Stadt Bauherrin. Und das war alles was da zusammengehörte, gehört eben dann der Stadt Biel. Und mit dem Übergang der Gebäude in Kantonsbesitz ist jetzt die Frage, ist die Kunst mit hinübergegangen oder nicht? Also was Kunst am Bau ist, dürfte klar sein. Aber bei diesem Werk war es überhaupt nicht klar, der Kanton hat das entfernt, wollte das, ich glaube, sogar verschrotten oder irgend sowas. Jedenfalls hat dann
der Kulturverantwortliche damals beim Umbau des Gymnasiums die Notbremse gezogen, hat dieses Teil mal geholt und mal geschaut, jetzt klären wir mal ab, was eigentlich damit los ist. Und herausgekommen ist bei der Recherche, dass das eine Leihgabe des Künstlers an das deutsche Gymnasium ist. Der Künstler lebt nicht mehr, die Witwe auch nicht mehr. Die Abklärung läuft weiter. Wem gehört das? Das deutsche Gymnasium gibt es auch nicht mehr. Aber der Leihvertrag ist ganz eindeutig und da muss man jetzt mit den Nachkommen, muss man jetzt sehen, was damit passiert. Dann auch aus dieser Zeit, auch damals gerade in Projektierung, die neue Gewerbeschule, auch von Tschumi. Und diese Kronstadtplastik befindet sich heute dort, diese Plastik von Paul Thalmann, konkaver Wald, sind sechs drehbare Säulen, die sind wirklich von einem Zaun umgeben, man kommt überhaupt nicht dazu, aber ich habe dann ein Stück Holz gefunden auf der Wiese von irgendeinem Hund, der das suchen musste und hat diesen Stecken dann genommen und mal da ein bisschen dran geschubbt und tatsächlich, die drehen sich und geben ein wunderbares Lichtspiel, wenn die in Drehung sich befinden. Dann klar, Kunst am Bau und damit jetzt im Besitz des Kantons und nicht mehr der Stadt Biel, der Jura von Uli Berger auf dem Vorplatz der Gymnasien. Und dann natürlich die berühmten Bleistifte von Jürg Alther, eine verrückte Geschichte. Diese Bleistifte, die ja überhaupt keine Bleistifte sind, die Skulptur heißt auch nicht so, sie hat noch einen zweiten Titel meines Wissens, ich habe den aber nicht mehr gefunden, ich glaube sie heißt auch noch Equilibre. Diese beiden Säulen, die auf ihrer Spitze stehen und über ein Seil miteinander am Boden verankert sind, die sind ja beweglich. Also das muss man wirklich, ich war letzten Samstag, habe ich diese Aufnahmen gemacht und ist jemand gerade raufgestiegen und dann hat sich diese ganze Skulptur hat wirklich so wie sich im Winde gewiegt. Also ganz, das ist wirklich immer noch eine tolle Geschichte. Und da war ja der Hintergrund derjenige, dass Jürg Alther diese Skulptur nicht mehr abgeholt hat, weil er nicht wusste, wohin damit und was damit machen. Und die war so wunderbar und die ganze Welt hat sich, ganz Bielfrau hat sich an diese Bleistifte gewöhnt. Sie wurden zum Symbol des französischen Gymnasiums, die hatten das in ihr Logo aufgenommen und diese Bleistifte gehörten plötzlich einfach wirklich zu Biel und sie gehörten einfach immer noch dem Künstler. Und der arme Jürg Alther hat über Jahre die Versicherung bezahlt für diese Skulptur und niemand wollte sie und niemand wollte sie und er konnte sie nicht zurücknehmen. Und endlich nach langer Geldsuche, also die hatten enorm große Probleme, dieses Geld zu beschaffen und haben dann mit einem großen Fundraising und Multiples von kleine Beistiftchen von Jürg Alther versucht, diese Geschichte zu finanzieren und endlich 2002 konnte die Stadt dann mit großer Anstrengung diese Skulptur endlich erwerben und den armen Jürg Alther von dieser Last befreien. Dann von Bruno Weber, die Rutschbahn, die existiert auch längst nicht mehr. Da hat auch meine Tochter noch drauf rumgerutscht und hat sich die Hosen aufgerissen, weil die Skulptur schon so kaputt war. Stand auf dem Spielplatz auf dem Strandboden. Kommen wir zur achten Ausstellung, kuratiert von Niklaus Morgenthal. Das war eine Geschichte, die auch ist. Auch eine, nicht die einzige, und auch nicht die um ein Jahr verschoben werden musste. Und zwar, weil der vorgesehene künstlerische Leiter, ich glaube, das war Felix Hantschin, der die leiten sollte, ist während der Vorbereitung gestorben.
dann musste man sie verschieben und dann ist Niklaus Mordenthaler eingesprungen und hat diese Ausstellung dann durchgeführt. An die kann ich mich sehr, sehr gut erinnern, da war ich ein bisschen beteiligt auch. Damals hat es natürlich auch, die war dann im Ganzen, der ganzen Stadt verteilt, es gab keine klaren Orte mehr, die war überall verteilt und hat natürlich auch für viel Aufregung gesorgt, weil diese Plastiken überall im Weg standen und den Fußgängern im Weg waren und den Autofahren und den Velofahren und den Augen der Leute und den Füßen und den Beinen der Leute, also es war, aber es war eine ganz tolle Ausstellung, weil sie zum ersten Mal diesen ganzen Stadtraum füllte. Dieses Werk von Franz Pösinger auf dem Areal des Schulhauses, beim Pausenhof des Schulhauses Düffur, hat damals auch sehr viel Ärger verursacht, weil es doch keine Kunst, einfach da den Boden zu teeren und dann den Teer wieder aufzureißen und da so eine blöde Spirale anzulegen. Wir haben Leute haben schon damals nicht begriffen, was das soll, obwohl es ganz klar erklärt war. Das überließ man dann eben der Natur und heute sehen Sie rechts, wie das aussieht. Da sind Pflanzen rausgewachsen. Diese Spirale hat sich sozusagen eingeebnet und das lebt einfach weiter. Dann Roland Jung mit dieser Spirale aus Aluminium, glaube ich, war die, so eine Schlange, eine stachelige Schlange, die hat der Künstler dann der Stadt geschenkt. Sie ist aber inzwischen auch defekt, muss auch irgendwann mal repariert werden. Während dieser Ausstellung gab es dann noch kleine, im Rockhall eine Ausstellung mit Multiples, mit Kleinplastiken. Da hat die Stadt, das war dann auch ein Auftrag, Direktauftrag der Plastikausstellung an die Künstler, da hat die Stadt drei Werke angeschafft von Rudolf Tschudin, von Johannes Burila und von Kurt Huber. Das sind so 30, 40 cm hohe Figürchen. Die neunte Plastikausstellung 1993, kuratiert von Bernhard Fischer. Das war anlässlich der 700-Jahr-Feier, hieß Tabula Rasa, 25 Künstler im Stadtraum von Biel. War dann auch noch Teil des Festes der vier Kulturen, eben im Rahmen der 700-Jahr-Feier, mit einer Parallelausstellung in Saint-Denis. Davon geblieben ist hier ein Ankauf der Stadt Biel von zwei Elementen dieser Weltbilder von Christoph Wies, also nicht alle, die das sind, sondern ich glaube diese hohe in der Mitte und eine dieser etwas niedrigen, die sind angekauft worden. Dann von Lorenz Weiner diese Platte, diese Stahlplatte, die eingelassen war auf dem Trottoir an der Bahnhofstraße mit einer Inschrift auf Englisch, Deutsch und Französisch. Wasser vergossen zwischen Quelle und Verbrauch, steht da drauf. Die befand sich lange Zeit dort, musste dann entfernt werden aus sicherheitstechnischen Gründen, weil es nass war und regnete, war die glitschig. Und das ist mal jemand gestürzt und hat sich irgendwie den Fuß verknackst und da musste die weg. Ist jetzt leider im Depot eingelagert. So, und damit sind wir bei der 10. Ausstellung von 2000, Transfer. Kunst im urbanen Raum, kuratiert von Marc-Olivier Wahler. Davon geblieben ist, beziehungsweise nicht geblieben, sondern später als Geschenk der Stiftung Plastikausstellung 2011 dieser Stein von Olivier Mosse, mit dem, wo drauf steht, das heißt ohne Titel, an Paul Cézanne, unten steht, auf dem Sockel steht,
Paul Cézanne und dann irgendwo in Klammern noch Le Socle de la Sculpture de Mayol à Paul Cézanne. Und ich dachte dann, jetzt muss ich doch mal schauen, was es damit auf sich hat. Ich bin nicht so bewandert und habe dann gemerkt und gesehen und auch erfahren, dass dieser Sockel genau den Dimensionen des Sockels entspricht, des Denkmals von Mayol in Paris, das Cézanne-Denkmal, hat einfach die gleichen Ausmaße. Und 2009 die 11. Plastikausstellung Utopics, kuratiert von Simon Lamier, ist geblieben, die Treppe am Kongresshausturm mit den beiden Türen. Wirklich witzig und von vielen Leuten noch bis heute nicht beachtet und nicht gefunden. Und ein Geschenk des Künstlers, Robert Jelinek, dieser Gusseisendeckel, dieser Gullideckel des SOS, des State of Sabotage, also diese, ja, so wie eben in Italien oder bei uns steht die Firma drauf, aber in Italien heißt es in Rom irgendwie noch SPQR, ne? Hat er eben hier seinen Staat, seinen fiktiven Staat auf dem Gullideckel verewigt. Steht bei der Schüssparküberbauung am Holunderweg. Die letzte Ausstellung 2014, Le Mouvement, von Gianni Jetzer und Chris Sharp. Das war eine Ausstellung ohne physische, habe ich jetzt mal gesagt, Kunstwerke. Das waren vor allem Performances und Aktionen innerhalb des Stadtraums. Und da gibt es dann auch nichts mehr zu erwerben und im Depot oder im öffentlichen Raum auszustellen. Immerhin geblieben ist ein Foto von Christian Janowski, der hier ein Sportgerät in Bewegung fotografisch festgehalten hat. Auch ein Ankauf der Stadt, ein einfaches Foto. Ja, und damit wäre ich hier am Ende. Die 13. Ausstellung haben wir. Was davon übrig bleiben wird in der Stadt, ist hoffentlich eine ganz tolle Erinnerung. Und dann ein Buch von Thomas oder sonst irgendetwas. Das werden wir sehr gespannt und ich freue mich riesig, dass diese neue Plastikausstellung jetzt hier steht und stattfindet.